Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Heutiger Deckpro ist Meister Hyperion mit einem Tramit-Deck. Tramit-Deck ist ja ein Thema, was, naja, darum geht, durch die Fieldspells durchzurotieren und damit immer wieder neue Effekte zu bekommen. Schauen wir mal, was wir hinkriegen. Player Zero. Ui. Das ist ein Pot. Ah, ist auf jeden Fall eine coole Hand. Gekocht. Nee, Das ist doch das jetzt ein sauberes Ash-Target. Es ist zwar nur ein One-for-One, aber er hätte halt jetzt sonst gerade. Es ist total weird. Wir haben gerade One-for-One getauscht, aber ich meine plus 1 denied. Damit irgendwie dann doch wieder Minus gehen lassen, weil er 10 Karten seinem Deck weggeschmissen hat. Das ist ja auch nicht ganz zu vernachlässigen, wenn du die für nichts wegschmeißt. Hi! Hi. Ich habe das Gefühl, das wird jetzt ein ganz, ganz langsames Spiel. Ja. Nein, wird's nicht. Hi? Warte mal. Das ist niemals tödlich. Ja, nee. Danke, die Karten sind besser als die letzten. Guten Abend. Das war jetzt. Wow. Ja. Dann können wir mal. Warte mal. Dann können wir mal einen. Ja, den Bau, den holen wir. Nee, wir holen erstmal einen. Ah, ich überlege gerade. Es bringt nichts, den Fieldspin Wir vor dem normen Hunter zu erst den aktivieren. Hand, wir normen erst den Hand, aktivieren dann den Fieldspin und rennen dann rein. Die Reihenfolge. Richtig, weil dann kann er, wenn wir angreifen, nichts gegen machen. Ja, aber erst den Hunter normen, weil wenn schon der Fieldspell liegt, so hey, ich bin eine Bedrohung und wir dann erst den Hunter normen, ist er eher geneigt, ihn zu warnen, wenn er eine hat. Richtig, und jetzt wird einfach reingerannt, weil er kann nichts dagegen machen. Richtig. Rums. Okay, jetzt hat er im Endeffekt dafür gesorgt, dass wir beide gleich viele Karten aus dem Deck verloren haben, aber mehr auch nicht. Ja, und lustige Sache, diese 10 Karten hätten wir eh verloren, weil wir erstmal unseren Topf aktiviert hätten. Richtig! Erstens das und So. zweitens hat Essen nur noch zwei Karten. So. Set, set und go. Setzen wir beide, ist Nee, hier gerade gut. die Er Frage. ist nicht live, also von daher. Das ist zwar richtig, aber andererseits ist er eine Bedrohung. Und Twin Twister kann er gerade schlecht haben, Stimmt, hat er weil weg. Ja, stimmt. Dann ist es mal beide. mangels Handkarten. Und Heavy Storm Duster ist eigentlich nur im Side-Deck zu finden. Klar, wenn er den jetzt End of Turn umdreht, ist das unlucky, aber das wäre dann halt nicht zu ändern. Hat aber Okay. nicht. Nice. Oh, noch eine Set Card. Na, dann Dann würden tauscht wir mal End of fünf Turn Geld. gerne mal ja, dann würden wir End of Turn gerne mal durch die Gegend cyclen gehen. Nice, wir dürfen sogar. So, dann holen wir den Cruiser. Cruiser. Ja. Jo. Und wir haben eine Swings. Nein, ich würde gerne nicht unchain. Hi. Die konnte noch irgendwas, oder? Ja, konnte sie tatsächlich. Nichts wirklich Beeindruckendes. Wir könnten Könnten wir auch bleiben entweder. lassen. Ich überlege gerade. Ich gehe ja nur gerade Gedankenspiele durch. Wir könnten für ein quasi minus 1, wenn du so willst, jetzt ersetzen, was suchen, normeln und rums. Oder für das ganz langsame Play. Ja, wir gehen hier fürs langsame Play. Die Frage ist, gehen wir gerade für so langsame Play, dass wir den Hunter in Death drehen? Antwort: Ja. Ja, weil Weil ich habe wir so haben. hart keinen Bock, diesen Hunter zu verlieren. Erstens haben wir eh keine. Gut, Spiegelkraft kann er nicht haben, aber. Oder doch, Quatsch, das war ja ein anderer jetzt. Richtig, jetzt darf er wieder, volle Gönnung. Erstens das und Sonst. zweitens haben wir sowieso kein Leaflauf auf dem Feld, von daher. Eben. Und wenn jetzt die Sphinx irgendwas kassiert, ist das voll okay. Sowas zum Beispiel. Alles richtig gemacht. Die Sache ist nur, Wobei, dieses. nee, Quatsch. Storming wär sogar Wurst gewesen. Weil wir den einfach. Nee, dann wäre es besser gewesen, einen Angriff zu haben, weil dann hätten wir ihn wieder normeln können. Ja, okay. Aber wer Da rechnet hat mit der er uns Storming? gecounter-outplayed. Wow. Ja. Endphase. Ne? Ich muss irgendwie gerade daran denken, an diesen weisen Ratschlag: How to win against Yasuo. Warte einfach unterm Tower, bis er sich selber outplayed. Ja, das passiert öfter, wie man denkt.
Ja, wir würden gerne End of Turn nochmal drehen. Wir wollen einen Hunter haben. Also, sprich, was wollen wir denn jetzt haben? King Golem, dass er nichts tun kann, wenn wir reinlatschen, ne? Genau. Und dann hätten wir gerne einen Hunter. Ja, wir können hier. Wieso ein Hunter? Master. Danke. Entschuldigung. Wollte gerade sagen, was willst du denn mit dem Hunter? So, jetzt müssen wir noch mal kurz die Trap durchlesen. Hallo, Was war das Thwarted denn? Lockbird? Ach du Scheiße! Das könnte jetzt. Das ist jetzt asozial. Ja, aber Nicht dagegen können wir jetzt leider zwingend, nichts tun. weil. LOL! So, Glückwunsch. Ich hatte Deswegen wollte ich gerade fest sagen. damit gerechnet, dass wir jetzt unsere Hand los Weil der sind. muss nicht mal zwingend da was verdeckt liegen haben, wollte ich gerade noch sagen. Alter, ich So. war mir jetzt zu 190% sicher, dass wir unsere Hand los sind. Also normeln wir jetzt den Master-Rennen mit beidem. Jetzt eins nach dem anderen. Was haben wir alles im Grave? Wie viele Field Spells haben wir im Grave? Im Grave haben wir zwei Field Spells. Okay, weil meine Idee war jetzt gewesen, wir basteln. Warte, wenn wir jetzt den Mast. Ich überlege gerade nur, wenn wir jetzt den. Weil ich will nicht, dass wir noch eine Spiegelkraft reinrennen. Deswegen wäre jetzt mein Plan gewesen, wir Wir können normen doch in den keine Master. Spiegelkraft rennen, wenn hier der King Golem liegt. Ja, aber dann kriegen wir auch nicht Lethal aufs Board. Ich will ihn ja jetzt umbringen. Also, folgender Plan. Wir legen den Master hin. Hauen dann den King Golem kaputt, um einen der beiden Verdeckten zu schießen. Special mit King Golems Effekt die Sphinx aus der Hand, drehen dann unsere Trap um die drei ins Deck zu mischen, eine zu ziehen, suchen dann mit Terraforming den King Golem raus, der gerade wieder reingemischt wurde, droppen den und bringen ihn dann um. Klingt nach einem Plan. Gut, sind wir uns ja einig. Okay, da die ist schon mal harmlos gewesen, die Karte. So. Ja, würde ich gerne. Shuffle three Field Spells. Gott, ich muss einen einzelnen auswählen. Ja, nee, das sind die, die gebannt werden. Ach so. Du banishst zwei und mischst und legst dann ein. Okay, dass wir den jetzt ziehen, war zwar nicht geplant, aber So gut, geht's ich hätte. auch. Wir hätten doch das Terraforming gehabt. Warte Aber. mal. Hä? Tage. Darf ich. Up to. Ach so, wir mussten als Kosten zwei banishen. So rum war Ja, das, ist doch genau. egal. Okay. Wir hätten doch mit Terraforming ihn jetzt suchen können, aber wenn man ziehen, ist ja gerade geschickt. Ja. Dann sollte er eigentlich jetzt tot sein, weil entweder ist jetzt die letzte Karte eine Response darauf, dass wir das Ding aktivieren, dann ist er tot, oder ist es keine Response darauf, dann ist er trotzdem tot. Außer es kommt jetzt ein Waboku. Richtig. Das würde funktionieren. Okay, jetzt ist das Thema durch. Rums. Nice. Wir haben gegen Trickster gespielt und er hat es nicht geschafft, auch nur einen Trickster zu droppen. Ja, vermutlich. Also ich wage zu behaupten, dass er keinen gedroppt hat, weil er keinen auf der Hand hatte. Ja, also die Ash auf den Pot war ganz gut, glaube ich. Und man hat ja gesehen, er hat eh eine Burn-Liste gespielt, aber trotzdem mit Lock. Bird, Lock. Das braucht einen besseren Ja. Namen, die Kombi. Aber es ist halt leider genau das. Ja, bis gleich zur Deckbewertung. Bis gleich. So, da sind wir. Wo ich gerade die Set Rotation sehe, sage ich es nochmal. Dran denken, neue Bannliste. Ist zwar nur klein, aber drei Set Rotations ist zum Beispiel eine Sache, die halt nicht mehr geht. Ja, im Prinzip juckt es ja die Spiral Decks, dann Set Rotation und Gofu, ne? Das kann man sich, glaube ich, merken. Ja, also das Nicht-Zweites muss halt auf Set Rotation und auf Gofu achten. So. Nicht aber auf Level Eater. Also wir haben zweimal die Sphinx, dreimal den Master, dreimal den Hunter, dreimal den Dancer, dreimal Ashe, dreimal Ogre, Maxi, zweimal Pot, Upstart, dreimal Terraforming, zweimal den anderen Pot, Set Rotation, dreimal Fortress, dreimal Cruiser, dreimal King Golem, Pulse und dreimal Strike. Set Rotation ist, wo wir es gerade von da haben, in dem Deck vielleicht gar nicht mal so pralle. Außer du hast gerade einen Ja. Master draußen.
Also, schauen wir mal. Ich bin ein Riesenfreund von Duality und ich bin ein Riesenfreund davon, das Ding zweimal zu spielen. Weil es filtert ganz gut deine Draws. Du hast nicht das Risiko, dass du drei davon ziehst und wenn du nicht ziehst, ist es auch nicht das Ende der Welt. Deswegen ist zwei eigentlich eine sehr gute Anzahl. Dann drei Strikes, keine Warning, finde ich ein bisschen seltsam. Also ich würde jetzt erstmal ganz platt hier als erste Änderung Set Rotation raus, Warning rein. Weil Warning ist gute Karte. Und Set Rotation gar nicht mal so hier. Ja, nächste Sache. Du hast, also ich bin ein Riesenfreund von den Töpfen, muss ich sagen, weil wirklich alles dreimal drin ist. Du gibst halt wirklich keinen Fick drauf, was weg ist. Ja, bis auf das hier. Darauf gibst du auch keinen Fick, wenn es weg ist, weil die Karte einfach nicht so gut ist. Richtig, die ist ganz nett zu haben. Wenn du sie nicht hast, mein Gott. Ja, Handtraps. Ash ist die beste Handtrap des Formats, brauchen wir nicht reden. Die zweitbeste ist meiner Ansicht nach, zumindest wenn du Meta spielst, allerdings Lockbird. Andererseits sehe ich natürlich das Argument, wenn du sagst, ja, ich will kein Lockbird spielen, weil Lockbird brauche ich eigentlich nur allein gegen Spiral und gegen alles andere ist mir das egal. Dann, und gegen alles andere ist Ogre entweder besser oder tut ähnlich viel. Weswegen man den eher ins Side-Deck legt. Weil solange Lockbird nur die zweite Search denied, weil mehr als zweimal suchen tun. Also zumindest gibt es wenige Decks, die du wirklich mit einem Lockbird aufhältst. Weil die Sache ist, Lockbird geht halt erstmal flat minus 1. Das passiert. Weil eine Karte sucht, der geht dann ja trotzdem. Genau. Lockbird geht erstmal minus 1 und das ist leider so. Weil er sucht die Karte erfolgreich und auf den erfolgreichen Search kannst du das Ding abschmeißen. Deswegen geht das dumme Ding halt immer minus 1. Und das ist sehr ärgerlich, das gebe ich zu. Aber gegen manche Decks brauchst du es halt. Und das ist halt aktuell eigentlich nur Spiral, gegen die du das brauchst. Weil ansonsten ist Explosion. Und Tralala und alles. Weil trotz Liste ist Spiral ja immer noch nicht tot. Wobei mich jetzt gerade mal interessieren würde, wenn der Gegner. Nee, das funktioniert nicht, ne? Wenn der Gegner Quick-Fix-Maschinen-Duplizierung hat, also gehabt hat, ne? Geht ja nicht mehr. Und der dann alle drei Searches gleichzeitig aktiviert. Du kannst nicht zwischen den einzelnen Resolves den Lockbird droppen, ne? Weil alle drei erstmal auf Nein, die Chain die gehen und Kette dann muss ja, die nacheinander Kette muss ja erstmal abgearbeitet durch, muss werden. erstmal, die Kette muss erstmal durchlaufen. Ja, wir sind leider Aber nicht bei Magic. Ich habe in letzter Zeit zu viel Magic gespielt, das tut mir leid. eigentlich ist es ja so, dass der Quickfix ja erstmal kommt und was sucht, bevor du die Maschinenduplizierung überhaupt machen kannst. Ja, richtig. In dem Fall mal sorgst du dann, hättest du dann, hast du dann dafür gesorgt, dass Maschinenduplizierung eine tote Handkarte ist. So. Eben. Aber ist ja eh vom Thema, vom Tisch das Thema. Ja. So, okay, jetzt haben wir einen Aufsatz über Lockbird gehabt. Jetzt können wir noch einen Aufsatz über das Extra-Deck machen. Auch wenn das Also. Extra-Deck in diesem Deck natürlich gar nicht mal so häufig Anwendung finden wird. Okay, gut, das ist theoretisch noch ein Argument für den Ogre, der ist ein Stufe 3-Tuner. Ja, natürlich. Das muss man sehen. Also Extra-Deck. Die Sache bei dem Extra-Deck ist, also erstmal, du brauchst es nicht häufig. Deswegen kann man hier gut random Good Stuff reinschmeißen. Wie eben den random Trish, random Levier, falls man ihn mal braucht. Weil Levier brauchst du halt auch nur in Verbindung mit der Trap. Wenn man nicht davon ausgeht, dass der Gegner Trickster spinnt, der Handkarten abräumt, Weil Pott macht schließt die mir Karte das nicht aus. live. Richtig? Weil er muss Monster und verdeckte Karten kannst du nicht zeigen, dass das Monster sind. Was mich brennend interessieren würde, warum hier ein Ancient Fairy drin ist? Für den Fiendspell schätze ich mal. Haut einen Fiendspell raus, such den nächsten. Ja, aber das Monster, was du wegsynchronisiert hast, hätte das auch gekonnt. Ja, aber nicht im eigenen Zug. Das riecht dich aber normalerweise langsam auch in der Drawphase vom Gegner, wenn du es richtig rumspielst. Aber das wird der Gedankengang gewesen sein. So meine ich das. Weil es gibt kaum ein Monster in diesem Deck, was dir da noch was bringt. Weil Gnome Summon ist an dem Punkt ja normalerweise raus, weil du den Tuner genormelt hast. Und das Einzige. Ja gut, der Ancient Fairy hat natürlich einen zweiten Effekt, das muss man sehen. Richtig, kann auch noch Specialen aus der Hand.
kann aber in dem Zug nicht mehr angreifen. Ist nicht so geil. Ja, also die Sache ist. Du gehst halt die Battlephase dann in den Zug auf, um eine Field Rotation mehr zu haben. Das kann mal was bringen. Was man hier halt sehen muss in diesem Deck und auch mit Karten wie Ancient Fury und so, das Deck ist stocklangsam. Also wirklich, es ist echt langsam. Wir haben den Gegner jetzt vorher nur umgebracht, weil der sich ja quasi nicht gewehrt hat. Ich meine, was der gemacht hat, kann man ja nicht in irgendeiner Form als sich wehren bezeichnen. Wir haben eigentlich nur unser Ding gemacht und dann trotzdem 3 Züge gebraucht, um ihn umzubringen. Ja, im Endeffekt lief das Duell so ab, dass er halt am Anfang schlecht gezogen hat. Wir haben ihm den Pot denied und dann lag er halt im Endeffekt K.O. am Boden und alles, was wir gemacht haben, war nachzutreten. Ja, er hat ja nichts mehr gezogen, was irgendwas getan hätte. Die Storming Mirror Force streichen wir hier mal raus, weil die war egal. Richtig, das war im Endeffekt genau das. Das Deck hat ihn zwar verkloppt, ja, aber es hat einen Typen verkloppt, der sowieso schon K.O. am Boden lag. So, das heißt nicht, dass Triemit nichts kann, ja, aber das Deck ist langsam und generiert sein Plus auch nur sehr langsam. Und das Problem ist, jedes Synchro macht erstmal minus 1, weil du eine Handtrap normalst und dann die wegsynchronisierst. Und darauf muss man echt aufpassen. Frage an der Stelle: Wie kommt man auf einen Omega? Den Dancer, einen Tuner und das Maxi. Tu ihn raus. Also, sorry, aber das sind Dinge, die nicht passieren. Das wird halt echt nicht passieren, das ist Weil du richtig. normalst kein Maxi, es bleibt eine Runde Li. Warte, Maxi ist ein Feld. Nee, Maxi ist ein Insekt. Maxi ist ein Nein. Insekt. Schön wäre es, wenn das ein Es Fels pa das wäre. Nein, das passiert nicht. So, ich sehe das Argument, keinen Guardian zu spielen, weil du dafür 2 Triamids übereinander liegen lagern müsstest, was du nicht tun möchtest. Du willst eigentlich Handtrap und Triamid übereinander legen, aber ja, ich glaube, du hast trotzdem den Platz. Und ab und zu kann so ein Guardian mal echt gut kommen. Weil der ist an sich schon eine gute Karte, so ist nicht. Ja, halt echt. Wer sich übrigens wundert, warum ich jetzt so viel über das Deck rede, ich habe selber einen. Also ich habe echt lange daran gesessen, zu versuchen, Triamid irgendwie sinnvoll zu bauen. Aber mehr als das kannst du eigentlich nicht machen. Die ganzen Triamids dreimal spielen, so wie es hier ist. Ich glaube, ich habe nur ein Master gespielt oder so. Und ich habe kein Port of Desires gespielt, weil ich damals schlicht keinen besessen habe. Und dann halt einen Haufen defensive Karten. Ob das jetzt Handtraps sind oder tatsächliche Traps, ist ja egal. Das kommt ja mal aufs Format an. Aber halt defensive Karten. Dergestalt bleiben wir mal bei 11 Punkten. Weil das Thema einfach nicht mehr kann. Ja, es kann was, aber halt auch nicht ewig viel. Es ist einfach zu langsam und es verliert einfach gegen Themen, die einfach daherkommen. Bam! Und dann ist das Ding durch. Deswegen, ja, wie gesagt, 11 Punkte hierfür. Wenn ihr eure Decks schicken wollt, dann guckt in die Videobeschreibung. Ansonsten, es euch gefallen hat, vergesst nicht zu bewerten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.